Und wie schmeckt der Veltliner? Ja, ist toll. Die Österreicher machen einfach die besten Weißweine, ist einfach so. Und tolle Filme auch. Haneke zum Beispiel, Seidel, wenn ich sowas hinkriegen könnte. Vielleicht solltest du ja mal einen Film da machen. Weißt du, der Malte, der ist einfach so wahnsinnig passiv-aggressiv. Ja, das ist so frustrierend. Jedes Mal, wenn ich ihn irgendwas frage, sagt er einfach nur, oder nö. Aber so sind doch die meisten Menschen. Ja, aber das, genau, das ist das Problem. Das kann ich einfach nicht glauben. Da müsste ich sofort aufhören, Filme zu machen. Es gibt Schönheit in der Welt, verdammt nochmal. Es gibt Liebe. Guck mal, wie schön das hier bei uns ist, wie nett das aussieht. Das ist so deprimierend, weil es passiert auch einfach nichts bei dem. Oder ich sehe es nicht oder was, weiß ich doch gar nicht. Aber deprimierend ist doch gut beim Dokumentarfilm. Was hältst du eigentlich von Pediküren? Hä? Ja, da habe ich heute im Streifenwagen drüber nachgedacht. Es muss doch so eklig sein, irgendwelchen fremden Leuten die Hörner von den Fußsohlen abzuschaben. Ja, oder Zahnärzte, die irgendwelche versteinerten Essensreste aus den Zahnlücken rauskratzen und rauspulen. Von allen Sachen, die man als Beruf machen kann, würde ich die am wenigsten gerne machen. Also ich wäre am wenigsten gern dieser Mensch, den ich gerade filme, ganz ehrlich. Und das ist wahrscheinlich auch genau das Problem. Weil ich sie nämlich eigentlich gar nicht mag. Also man muss seine Protagonisten zumindest interessant finden. Aber der ist einfach nur stumpf und blöd. Nee, lass mal jetzt bitte. Weißt du, dabei ist das, was ich als authentisch verkaufe, das ist so, als würde ich in irgendein schwarzes Loch reinfilmen. So ein schwarzes Loch, aus dem es nach Doseneintopf und kalten Aschenbecher riecht. Jetzt lass es doch mal, Tom, bitte. Ich kann es jetzt nicht. Tut mir leid. Frischen Koriander? Ja, danke schön.